herzlich willkommen zurück zu Two Point Campus. Ich bin die Miri und wir haben gerade eine prekäre finanzielle Situation. Anders kann man das gar nicht ausdrücken. Wir haben nicht genug Geld. Und fürs nächstes Jahr sieht es auch eher nach Verlust aus. Das ist schlecht. Zumal wir fürs nächste Jahr echt noch ein paar Sachen brauchen. Und wir müssen ja auch irgendwie auf Campusstufe 20 kommen. Also das Erste, was wir jetzt mal machen werden, ist, dass wir hier den Studiengang weiter verbessern. Das bringt uns hoffentlich ein bisschen mehr Geld. Dann haben wir hier Lord Blaggards Besuch. Das ist wieder ein Problem, die Aufenthaltsraumparty. Gut, müssen wir jetzt halt hinnehmen. Wir kommen leider gar nicht drum rum. Wir müssen noch den dritten Kredit aufnehmen. Das heißt natürlich leider noch etwas mehr finanzielle Belastung. Harte Arbeit zahlt sich aus. Manchmal aber auch nicht. Was unschön ist, ich hatte gerade kurz überlegt, ob wir noch was ein bisschen tricksen können. Wir haben ja hier noch diesen anderen Kredit. Für über 52.000. Wenn wir den jetzt zurückzahlen, mit dem Kredit, den wir gerade aufgenommen haben, dann würden wir nochmal 100.000 bekommen. Dann hätten wir mehr Geld. Ich glaube, das mache ich jetzt mal so. Anders weiß ich jetzt nicht, wie ich dem Ganzen beikommen soll. Also. Wir brauchen einen weiteren Kampfplatz, einen Turnierplatz und zwei Rittersportwissenschaften-Dozenten. Den Turnierplatz, also wie wir es auch drehen und wenden, wir kriegen die nicht so ohne weiteres hier unter. Wir brauchen eigentlich noch ein weiteres Grundstück hier. Die sind aber teuer. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier einen kleineren Kampfplatz vielleicht unterkriege. Was braucht ihr nochmal 5x5? Ja, schaut her, so einen kleineren würde ich hier ja unterkriegen. Da passiert dann natürlich nicht viel. Wir machen den mal einen Ticken größer. Da kann ich keinen Ausgang platzieren. Dann kommt der halt hier hin. Na, also da ist dann halt einfach nicht viel. Das ist die Sparversion, wenn man es so will. Kommen hier noch mal ein paar Prinzesschen vielleicht. Die Stimmen sind ausgezählt und wie wir hören, wurde Bürgermeisterin Tabitha Windsock mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Die einen werden darüber mehr, die anderen weniger oder auch gar nicht erfreut sein. Doch einmal mehr hat die Demokratie gesiegt und die Bürger von Two Point County haben über ihr Schicksal entschieden. Wie man sich bettet, so schläft man eben. Und damit sage ich, gute Nacht. Gut, dann war jetzt meine nächste Idee, dass wir, Moment, das Ding nicht kopieren, sondern dass wir uns den hier schnappen. Den hier schnappen, wollte ich gerade sagen. Und versuchen hier drüben irgendwie unterzukriegen. Also wir müssen rundherum einfach ein bisschen was wegnehmen. Es hilft nichts. Wenn wir das hier alles ein bisschen zusammensetzen. Wir machen das jetzt mal weg. Also das hier kommt weg. Das hier kommt weg. Dann kommt die Trainingspuppe hier hin. Hier kann noch eine hin. Artillerie meinetwegen auch. An die Verwaltung. Und dann haben wir noch dieses Bitte Ding. Auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. Okay. So, und kriegen wir dieses große Ding jetzt auch noch hier unter? Nee, ne? Das geht nicht mehr. Dann werden wir auch hier einfach nur ein paar kleine Prinzesschen aufstellen. So. Das muss dann jetzt reichen. Ja. Anders kriegen wir es nicht hin. Nehmen uns den Kampfplatz dann. Oh. Also manchmal ist die Steuerung wirklich extrem beschissen. So. Irgendwas ist problematisch. So geht's. Gut, das sind dann die Kampfplätze. Dann könnten wir diesen Turm
wieder nehmen. Passt der hier noch irgendwo anders hin? Da zum Beispiel. Weil ich nämlich dieses Tios-Ding jetzt hier einmal duplizieren werde. So. Die beiden Bäume werden einfach ein Stückchen weiter nach vorne gesetzt. Ja. Und das Ding hier eher ein bisschen hier vorne hin. Gut. Damit haben wir wenigstens die Räume jetzt untergekriegt. Jetzt muss ich nur noch ein paar Dozenten hier unterkriegen. Tja, ist so eine Frage. Nimmt man die teureren? Die würden sie besser unterrichten, ne? Das ist nämlich durchaus auch nicht ganz unrelevant. Wir nehmen mal einen von denen. Und einen von den schlechteren. Wie kann ich hier noch ein bisschen Geld sparen? Weil wir werden gleich ein bisschen mehr Studenten haben, befürchte ich. Also brauchen wir mit Sicherheit noch einen weiteren Schlafsaal. So. Schrank, Tisch, Teppich. Achtung, Sicherheitslücke. Bitte ändert eure Passwörter. So. Mülleimer. Passt nicht mehr hin. Das muss reichen. Das wäre dann der Schlafsaal, den wir zusätzlich haben. Und alles andere müssen wir versuchen, während des Semesters hinzubekommen. Gerade so Studiengangpunktemäßig. Oder sagen wir mal die Campusstufe. Ich bin euer Moderator und sage okay. Hallo. Hallo. Achso, was ich natürlich hätte machen können, ich weiß nicht, ob wir wirklich 16 Dozenten brauchen. Willkommen an alle Erstsemester. Also. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dozenten, die gleichzeitig gebraucht werden. Okay, das scheinen immer 7 zu sein. 7. 8, 9, 10, 11. Sind 11. Ich brauche nicht 16 Dozenten. Eigentlich. Es würde wahrscheinlich auch reichen, wenn ich ein paar von den anderen hier wieder freigeben würde. Also wir machen jetzt ein bisschen was wieder rückgängig. Die gibt gerade eine Vorlesung. Aber Status. Willst du dann überhaupt hin? Der hier erholt sich gerade. Wie sieht es denn mit den Ausbildungen aus? Jemand von den schlechteren? Lauren geht gerade auf Klo. Hat die irgendwelche Präferenzen hier? Nee. Den werden wir mal feuern. So. Bei denen hier. Also ich werde die jetzt wieder freigeben für alles. War zwar eine schöne Sache, aber ich glaube, dass wir dadurch ein bisschen zu viel Dozenten brauchen. Okay. Ja, minus 13.000. Das funktioniert nicht mit diesen ganzen Events. Alles zu teuer. Wie sieht es mit dem Personal aus sonst so? Also wir haben eine Bibliothek, einmal diesen Buchclub, zwei Kliniken, plus 5 Stände, das sind 9. Brauchen wir sonst noch was? Hier brauchen wir noch einen, das sind 10. Also eigentlich bräuchten wir nur 10 Assistenten. Ich habe aber 17, das ist viel zu viel. Ich könnte ja ein paar von meinen extrem überflüssigen Bibliothekaren vielleicht mal feuern. Zumindest so tun, ein paar von den Schlechteren. Der hier macht gerade... Kim Sauce macht gerade Pause.
Dann raus mit dir. Wir haben 3 von denen, okay. Neville macht auch gerade Pause. So. Wir müssen es leider einsparen. Mir tut es auch sehr leid, aber es geht anders nicht. Der hier ist, glaube ich, zu teuer. Den werden wir wieder feuern. Das tut mir echt leid, aber er ist zu teuer für uns. Okay, wir haben diesmal wieder Plus gemacht. Alle Studierenden, denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Ich denke, das war der richtige Weg. Dann haben wir den Tag der offenen Tür. Gut, ich werde mal die Aufenthaltsraumparty einplanen. Für Februar. So. Die große Tios müssen wir natürlich auch noch einplanen. Hinweis: Eindringlinge auf dem Campus. Ja. Idealerweise, denke ich. Für relativ zum Ende des Jahres im April. Ich glaube, bis dahin sollten die Stufen dann höher sein. Da ist irgendwas kaputt. Der hier. Der müsste mal repariert werden, ne? Und der Mülleimer auch. Ach so, da kriegen wir natürlich auch nochmal 50.000. Besten Dank. Wenn sie die Forschung mal fertig bekommen. Na, bekommen sie das mit der Invasion hier hin? Nicht, dass ich hier gleich doch noch wieder einen brauche. Ja, wir sind wieder im Plus. Das ist schon mal eine positive Neuigkeit. Also ein bisschen aufpassen muss man schon auf den Wirtschaftsaspekt. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber er ist halt vorhanden. Ich brauche definitiv mehr Hausmeister. Ich nehme hier mal ihn vielleicht. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Security. Aktuell. Ich habe auch das Gefühl, dass die einfach besser geworden sind, die Ritter von Lord Blaggard. Hier. Stufe 5. Und ich glaube, meine haben hier gerade mal Stufe 3 oder so. Vielleicht muss ich sie doch noch ein bisschen weiterbilden. So, Besuch von Roderick. Da gibt es auch noch mal ein bisschen Geld. Das ist zu teuer. Na, in 13 Tagen jetzt noch 3 Eindringlinge wegzukriegen, ist, glaube ich, ein bisschen fett. Die hauen vor allem meine Pflanzen kaputt, ne? So, Ritter Sportwissenschaften wollen wieder ein paar mehr machen. Nun ein Beitrag über den Studierenden, der eine Prüfung ablegt. Ah, da wird er einmal geduscht. Reicht das jetzt für den? Bertie hat sich die ganze Nacht auf eine wichtige Prüfung vorbereitet. Ja. Einer noch. Er beherrschte das Material, 4 Tage. Stellte sich den Wecker, doch dann ein paar Stunden später die Katastrophe. Als er seine Arbeit abgeben wollte, wurde ihm klar, dass er keinen Stift benutzt hatte. Er dachte, er hätte alles sauber aufgeschrieben, doch leider hatte er nur Handgesten über einem Stück Papier gemacht. Dieser Albtraum, den wir alle nur zu gut kennen, wurde für Bertie heute wahr. Okay, der Invasionsbericht. Diesmal haben wir es leider nicht geschafft, alle zu eliminieren. Also müssen wir definitiv unsere Hausmeister weiterbilden. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten. Hausmeister. Wir haben Stufe 4 bei denen. Dann werde ich mal Mia weiterbilden. Dass wir wenigstens einen auf Stufe 5 haben. Klinikzimmer ist schon wieder ein großer Andrang. Und hier ist das Klo kaputt. Es ist knapp mit dem Plus. Kellner! Die Bedienung hier ist ja unter aller Sau. Du kannst hier findet jetzt erstmal eine Party gehen? Statt. Natürlich oder wieder hier. Zu Hause bleiben. Ja, nicht aufgepasst. 5000 von dem Bericht. Zu Hause auch geblieben? Nicht besonders toll. Schwein gehabt. Nur unsere Hoglocks kombinieren 4 Sorten Weizen mit knuspriger, salziger Schweinehaut. So, ich stelle fest, dass unsere Studenten hier schon einige Bedürfnisse noch haben. Moment mal, was ist das für ein Fragezeichen gerade gewesen? Was ist hier gerade aufgetaucht? Ich weiß es nicht.
Ja, ich hatte jetzt schon überlegt, ob wir vielleicht einen weiteren Club ins Leben rufen wollen. Zum Beispiel den... Powernapping-Stand. Oder den Naturclub. Clubmitglieder halten die Campus-Attraktivität aufrecht. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Könnten wir hier draußen das Rekrutierungszentrum hinpacken? Studiengebühren sind teuer. Bildung ist unbezahlbar. Also schon wieder 7 Eindringlinge. Mal gucken, ob wir diesmal ein bisschen cleverer sind. Das besser funktioniert. Weil der eine ist jetzt fortgebildet hier. Security Stufe 5. Mal sehen, ob das gut funktioniert. Hinweis, Eindringlinge, ja, die hätten halt gerne wirklich... wirklich gerne ihre Party hier. Da wollen wir mal nicht so sein, ne? Wir planen die mal ein für Anfang Juni. Damit sie ein bisschen glücklicher sind. So, und hier hinten. Ja, wir bräuchten jetzt hier eigentlich einen Assistenten. Da kommt, glaube ich, gerade einer. Und da schreibt sich auch schon der erste ein. Aber das wäre ja nicht verkehrt, ne? Ein Formschnittbusch wollen sie haben. Bitteschön. Kein Problem. Tag der offenen Tür. Machen wir natürlich immer mit. Jetzt haben wir in der Bibliothek wieder keinen Assistenten gehabt. Na? Bisher habt ihr nicht einen Eindringling besiegt. Was ist denn hier los? Wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten. Wo sind denn unsere Hausmeister? Okay, die ersten 2 sind besiegt. 3. So, die große Tourist. Oh, die haben wir auch schon wieder verloren. Oh nein. Die haben wir wirklich wieder mit Pauken und Trompeten verloren, die große Tourist. Das heißt, wir müssen noch ein Jahr spielen, Leute. Mann! Das kann doch nicht so schwer sein. Gut, wir müssen auf jeden Fall unseren Campus irgendwie noch weiter verbessern. Damit die einfach besser ausgebildet sind. Dann klappt das auch ein bisschen besser. Aber dazu müssen wir erstmal die Finanzen in Ordnung kriegen. Sind denn die Kredite einigermaßen zurückgezahlt? Naja. In ein paar Monaten wäre es soweit. Okay, wenigstens die Ritter haben wir besiegt. Das ist ja schon mal eine gute Neuigkeit. Wenigstens das funktioniert im Moment. Jetzt würde ich mal gern wissen. Drin ist eine Fliege. Level. Warum hat er das jetzt wieder geschlossen? Weiß ich nicht. Also die höchsten haben Level 15. Gerade so eben. Wir müssen also das Level auf jeden Fall verbessern. Ein Student hat keinen Bock mehr. Offenbar. Ist ein bisschen unzufrieden. Müde, gelangweilt, schmutzig, Stinkitis, traurig. Durch niedrige Hygiene. Das heißt, ich muss die Hygiene verbessern. Aber ich habe doch schon überall Desinfektionsspender hingestellt. Was soll ich denn noch machen? Noch mehr duschen? Ich habe doch schon in jedem Gebäude mindestens eine Dusche, also ein Badezimmer aufgestellt. Verstehe ich jetzt nicht. Soll ich das auch noch wieder... Ja, bald gibt es aber wieder Geld hier. Dann können wir auch mal wieder vernünftig investieren. Das ist nämlich das Problem im Moment. Ich kann überhaupt nicht investieren, weil wir gar nicht die Finanzen dazu haben. Aber wenn wir ein bisschen mehr Geld hätten, dann können wir da auch wieder vernünftig Events einplanen und so weiter. Dafür sorgen, dass unsere Studenten etwas glücklicher sind. Aber es ist sicher, dieses Jahr schaffen wir es nicht. Stufe 18, okay. Ich glaube, das passiert im Moment hauptsächlich durch die Weiterbildung. Oh, wieder Sportwissenschaften. Mal wieder ein Karriereziel erreicht. So, was ist denn so das Hauptproblem? Können wir das vielleicht schon mal identifizieren? Ja, unsere Dozenten sind ein bisschen müde. Vielleicht könnten wir noch ein weiteres Personalzimmer installieren irgendwo. Dann... Unsere Studenten brauchen mehr Unterhaltung. Und die Hygiene ist miserabel. Das sind die 2 Hauptprobleme. Erinnerung an alle Studierenden. Freizeit ist eine Illusion. Der hier.
Oh, Roderick ist da. Ja, dem geht's wirklich nicht so gut. Das muss man schon zugeben. Aber er müsste halt auch einfach nur mal seine Bedürfnisse stillen, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass man das irgendwie nicht könnte. Sehr gut. 50.000 mehr. Können wir noch irgendwas verbessern? Vielleicht sollten wir die Turnierbahn verbessern. Damit die mal ein bisschen besser ist. Glückwunsch! Ein Forschungsprojekt ist abgeschlossen. Das kostet halt immer gleich 30.000. Das ist halt ein bisschen viel, ne? So, ich werde jetzt erstmal nochmal ein Personalzimmer bauen. Das hier einfach kopieren. Und hier dran setzen. So. Zumindest unser Personal sollte damit ein bisschen fitter werden. Zufriedenheit der Studenten ist auch wieder gegeben. Also wir müssen einfach auch im ersten Teil des Jahres ein bisschen mehr Events einplanen. Das ist schon mal sicher. Zufriedenheit könnte echt besser sein. Ist immer noch derselbe hier, ne? Jetzt geht er erstmal zur medizinischen Versorgung. Keine unerlaubten Gespräche auf dem Campus, bitte. 100% Gesundheit, ist natürlich geil, ne? Du musst einfach nur mal schlafen, essen, Spaß haben. Größte Beschwerde, müde, Stinkitis, Schlafsaal. Moment mal. Habe ich jetzt die ganze Zeit verpeilt, dass wir mehr... Wir haben 100 Studenten. Oh. Dann habe ich nichts gesagt, Leute. Bei 100 Studenten hätte ich 20 Betten haben müssen. Ups. Wie viel habe ich denn? Ich habe... 8. 12. 18. 22. Ich habe doch viel mehr, als wir brauchen. Ich verstehe das sehr viel, Leute. So viele Betten hier. Und die bringen es nicht fertig, da reinzugehen. Also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass die halt so viel draußen sind, ne? Dass die es deswegen nicht fertig bringen, dann aufs Klo zu gehen, weil der Weg zu weit ist, aber... ich wüsste nicht, wie ich das jetzt ändern soll, ehrlich gesagt. Ich versuche hier gerade noch ein paar Weiterbildungen unterzubringen. Jetzt nicht zu viele, ne? Aber so ein paar halt schon mal. Weil das macht unser Dozent halt... das ganze Ding halt auch ein bisschen besser. Was ist mit dem denn los? Sich nackig gemacht oder was? Ach so! Ach so, das ist aus unserem Naturclub. Das ist ja witzig, aber mit dem Helm laufen sie immer noch rum, ja? Okay. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Okay, Leute. Alles klar. Wir haben 6 Clubmitglieder. Und die laufen ab und zu ein bisschen nackig auf dem Campus rum. Oh nein, die nächste Invasion. Das kurz vor Schluss hier. Gut, beim letzten Mal waren wir nicht so schlecht dran. Jetzt ist allerdings gerade einer hier in Fortbildung drin. Das ist eher schlecht. Herrje. Was war das hier? Der Bericht von Roderick war wieder eher durchschnittlich. Also Unterhaltung wollte ich noch ein bisschen rumschrauben. Das werden wir uns mal für die Semesterferien hier vornehmen. Dass wir uns darum kümmern. Das Studienjahr beginnt bald. Ja. War da nicht was, das wir mal machen wollten? Das Studienjahr beginnt bald. Aber jetzt erstmal gucken wir uns Jahr 5 hier an. 76%. Ist keiner durchgefallen, keiner hat abgebrochen. Das ist gut. 5000. Nochmal 5000. Nochmal 5000. Ja, 4 Auszeichnungen. Also so schlecht ist es bei uns gar nicht, ne?
sind jetzt verfügbar. Bitte keine unerlaubte Panik. Wir haben keine neuen Campus-Anforderungen. Wie sieht's denn hier aus? Wir bräuchten 45 Studiengangpunkte, um das zu verbessern. Ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich nicht einfach noch einen weiteren Studiengang anfange. Weil wir haben ja so viele hier zur Auswahl. Wir könnten jetzt locker irgendwas Leichtes hier nehmen. Was uns nicht so viel kostet, wisst ihr? Also hier zum Beispiel, wir brauchen nur einen Vorlesungssaal. Der örtliche Filmstar Roderick Cushion ist in die Kritik geraten, nachdem er dabei fotografiert wurde, wie er Fotografen mit einem Bagel bewarf. Die unglücklichen Opfer müssen exakt zu dem Zeitpunkt in seinem Badezimmer gewesen sein, als er sich entschied, mit Bagels um sich zu werfen. Zufälle gibt's. Ja, Zufälle gibt's. Man könnte natürlich auch was anderes nehmen, hier zum Beispiel Internetgeschichte. Die brauchen dann allerdings gleich mal Computerraum und ein VR-Labor. Ne? Ist jetzt vielleicht nicht ganz das Richtige. Ich glaube, das mit dem Allgemeinwissen finde ich eigentlich ganz gut. Bringt uns nochmal ein paar andere Leute auf den Campus. Warum nicht? Wir starten den Studiengang. Verbessern wir auch gleich noch eine Runde. Pflegehinweis. Und Pflanzen brauchen Wasser. Schon vergessen? Dann bauen wir in der nächsten Folge die notwendigen Sachen dafür und hoffen, dass das dann ausreicht für unsere 3 Sterne. Bis dann, macht's gut, eure Miri.